So, hier sind wir. Wir essen hier mal lokal. Hier ist es recht günstig, darum ist es so voll. Das habe ich noch nie so voll gesehen. Anscheinend wird das Geld bei allen langsam eng. Hier kann man ab 30 Baht essen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine Frauen da abgeblieben sind. Also hier gibt es lauter so thailändische Süßigkeiten auch. Dann viel in Lettern ein. Da ist ja mein Thai Snickers. Na, wo sind die jetzt? Sagen gar nichts, wo sie sind. Hier kann man lauter leckere Sachen essen. Barbecue. So, hier gehen wir heute essen. Sehr gemütlich. Hier sind bestimmt, how many restaurants in here? 10, ne? 1, 2, 3, 4. Ungefähr 10, die hier ja verschiedenes Essen anbieten. Ja, das ist halt typisch Thai hier noch. This is a Pad Thai shop, right? Das haben wir bestellt hier, Pad Thai. Hier, das ist das Zeichen, da wenn man eine App runterlädt, dann kriegt man das Essen für 50% billiger. Muss nur die Hälfte bezahlen, muss halt die App haben. Das ist so ein, sagt man, wie Stimulus-Paket vom thailändischen Government, dass halt da ein bisschen mehr geht. Darum ist es auch so voll, weil die haben alle diese App und oder viele werden halt diese App haben und zahlt dann nur die Hälfte. Aber hier ist es ja eh schon billig. Also sagen wir, wenn das Essen halt dann 50 kostet, kostet es nur noch 25, brauchst du aber die App dazu. Und das wird dann wohl direkt mit dem Staat abgerechnet oder die kriegen dann den Zuschuss, die andere Hälfte vom Staat. Ja, das ist unser Essen hier, Pad Thai. Und das? 40. Also 40 Baht kostet jedes Pad Thai. Und wie gesagt, wenn man dann diese App hat, dann würde man jetzt nur 20 bezahlen. Aber du hast natürlich dann wieder eine App. Und App, wissen wir ja, was das heißt? After Private Persons auf Englisch. App, APP. So, jetzt haben wir unser Essen drin. Ich habe noch einen schönen Cha Yen ohne Zucker. Aber was da los ist da, durch den 50% Discount, ist schon der Wahnsinn. Lauf noch einmal raus. Gut. Tja. Wunderbar, 30 Baht, 120 für alles. Baht alles. 90 Baht, achso, wir sind ja nur 3%, 90. Will mich schon wieder verarschen hier. Ich hab schon Tab, soll die Tab. Tab. Follow me, then you get the short way. If you want the long way, go your own way. Ja, ja, but we look, okay. Not really, no. Hier, das sind die Toiletten. Sind auch sehr schön. Die frisch gereinigt, würde ich mal so sagen. Alles ist gut. Interessiert aber nicht wirklich ein. Das ist wie früher, als ich Kind war, da hat es, wenn man in Deutschland auf so eine Bauern am Dorf war, da waren das ja immer diese Pissrinnen. Das werden sich ja in meinem Alter die noch erinnern können. Es hat ein bisschen streng gerochen immer, aber das ging auch. Ne? Das sind jetzt so Eindrücke, die man halt dann ganz schnell mal mitnimmt hier, wenn man in Phuket Town ist. Wunderschöner Baum noch. Da kann man sich mal vorstellen, wie das früher hier alles so ausgeschaut hat. Yeah, she's on the way or what is she doing? Yeah, but it doesn't take that long to walk. Dann gehen wir jetzt zum Musikunterricht. Wo die Selina jetzt abgeblieben ist. What is she doing?
Ha? Das ist hier lang, ey. Nee. Was hast du denn gemacht? Wo warst du? Wir haben so viel zu essen noch von gestern, das können wir essen. Wir haben 15 Backe, also das ist riesig.